Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Ich bin Whisky for Lunch und schön, dass ihr wieder dabei seid. So, beim letzten Mal hatten wir die Aussichtsplattform für unser Bärengehege fertiggestellt. Und bevor wir uns heute dann um den blauen V kümmern, schauen wir erstmal, was wir hier für Probleme haben. Krankes Tier entdeckt, okay. Tierarzt gerufen. Okay. Was haben wir hier? Gehegelama. Sauberkeit. Ja, da hatten wir eigentlich beim letzten Mal einen Tierpfleger angefordert. Ich hoffe, dass der denn auch jetzt bald kommt. Veterinärforschung. Was haben wir denn da? Der blaue V. Wunderbar. Technikforschung. Imbestände. Okay. Das heißt, da haben wir jetzt jemanden, der frei ist. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Rückzugsorte, Klettermöglichkeiten, Gehege haben wir voll, Souvenirläden, Mitarbeitereinrichtungen. Okay. So. Kommt da jetzt Tierpfleger? Gehst du vielleicht? Nein, du gehst nicht zu den Lamas, warum auch immer. Okay, ja, aber wir hatten ja beim letzten, hatten ja schon festgestellt, dass wir hier ein bisschen aufrüsten müssen, personaltechnisch. Krankes Tier, okay. Krankes Tier, das heißt, ich stelle jetzt nochmal einen Tierpfleger ein. Tierpfleger. So, und du kümmerst dich dann Arbeitsbereich, Eingangsbereich. Gut. So, okay, die werden dann hoffentlich jetzt verarztet. Ja, Sauberkeit, Lama-Gehege. So, und dann sagen wir Hallo zu Lakritza, zu German Cass und zu OOO und zu Cilla Bowman. Hallo. So. Und was haben wir hier? Drei neue Herausforderungen. Okay. Gibt es eine Community-Herausforderung? Nein, immer noch die Affen. Okay. So, was ich aber zuerst schauen möchte, ist, ich habe gesehen, dass wir bei unseren Tieren das ein oder andere ältere Tier schon dabei haben. Ja, genau, Isabelbär, großer Panda. Gut, für dich haben wir Alternativen, das heißt, dich können wir gleich mal zum Handelszentrum schicken. So, Isabelbär. Da würde ich dann ganz gerne die Isabelbären austauschen. Wobei ich erstmal schauen muss, was haben wir denn hier an Tieren drin? Unfruchtbar, genau, weil zu alt. So, hier hätten wir ein männliches Jungtier. Naja, da müssen wir einmal Neubesatz uns anschaffen. Isabelbär-Filter. Geht ja vom Preis her. Ist jetzt nicht so. Oh, 2000. Nee. So, wie schaust denn du aus? Fruchtbarkeit, Immunität, okay. Okay, aufnehmen. So, und wer ist von euch beiden Fruchtbarkeit? Dann nehmen wir dich noch auf. So. Gut, das heißt, so, nicht Veterinärforschung. Nicht doch die Veterinärforschung, Tiere.
So, Isabelbeer, da. So. So, das heißt, euch beide tun wir umsiedeln. So, und dann sagen wir, dich verlegen wir hier hin und das Männchen genauso. So. Dann haben wir das schon mal geschafft und du warst älteres Tier, dich wollten wir schnell handeln, genau. Sehr gut. So, dann haben wir das erledigt. Was waren noch ältere Tiere? Großer Panda wird teuer. Schauen wir mal schnell, was der große Panda uns kostet. Tiermarkt. So, den Isabelbär nehmen wir raus und den großen Panda nehmen wir rein. Ein Weibchen. Ist auch schon älter, ne? Fruchtbarkeit, Fruchtbarkeit. Nee, da warten wir tatsächlich noch, weil wenn ich das richtig gesehen habe, sind die noch nicht unfruchtbar, oder? Lasst mich mal schauen. Doch, sie sind unfruchtbar. Doch, doch. Unfruchtbar, unfruchtbar. Okay. Gut, wir haben ein Weibchen. Wenn wir vielleicht noch ein junges Männchen dazu tun würden. Ja, ist alles nicht so mit jungen, ne? Und du hast aber schöne Werte. Dich nehmen wir auf. So. So, das heißt, Filter. Großer Panda. So, du bist bald ausgewachsen. So, also euch beide tun wir umsiedeln. Und dich tun wir verlegen. So. Technikforschung abgeschlossen. Ja, sehr schön. Gut, weil ich hoffe dann, jetzt muss ich mal schnell schauen, Zoopedia, ab wann die ausgewachsen sind. Großer Panda. Großer Panda wird 20 Jahre alt. Geschlechtsreife mit 6 Jahren. Okay. Und du bist wie alt? Ja, dann ist die bald soweit. Gut, Veterinärforschung abgeschlossen. Oh, Lama, sehr gut. Jedes Mal muss ich überlegen, wer hier für unsere Forschung zuständig war. Warum ist das hier eigentlich ausgegraut? Das war. Okay, das hier war das, ne? Keine. Okay. Ja gut, dann lassen wir das erstmal. Das machen wir denn zu einem späteren Zeitpunkt. Okay, Hände geschüttelt hatten wir schon. Gut, dann Veterinärforschung.
Ja, komm, du fängst mal an, dich mit den Krankheiten zu beschäftigen. So, okay. Ja, jetzt wurde aus kurz mal reinschauen, 10 Minuten. Ja, ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen, aber. So, eigentlich wollte ich mich ja heute mit dem Gehege des blauen V beschäftigen. Und ich habe überlegt, was könnte man machen und habe mich dann entschieden, dass wir ein begehbares Gehege bauen. Wo? Glashauswand 4 Meter. Schauen wir mal, wie siehst du aus? Nein. Was haben wir denn noch so? Und zwar würde ich ganz gerne einen Kuppelbau machen. Ich hoffe bloß, dass wir Milchglas, nein, kein Milchglas. Moderne Glaswand. Moderne Glaswand 2 Meter, moderne Glaswand. Dann vielleicht hier noch eine 2 Meter drauf. Okay, dann brauchen wir ein Dach. So, da müssen wir mal schauen, was wir da haben an Glas. Irgendwie nicht wirklich was scheint mir. Plastikscheibe blickdicht. Ach, da haben wir modernes Glasdach. Invertiert Glasdach spitz. Glasdach flach. Irgendwie nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich hätte ganz gerne so ein bisschen irgendwas Geschwungenes und nicht so dieses Glasdach. Ah, Bogen 6 Meter, Bogen 4 Meter. Ja. Bei 6 Meter ist ein bisschen hoch. 2 Meter wäre da schon eher. So, was haben wir noch? Okay, Viertelkreis. Nein. Invertierte Ecke. Ich will keine invertierten Ecken. Ich möchte einfach nur ein Glasscheibe viereckig. Glasscheibe viereckig. Ja. Nicht wirklich X. Auswahl von der Gruppe trennen. X. Überzeugt mich jetzt noch nicht so wirklich, ne? Überzeugt mich jetzt noch nicht so wirklich, weil da fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen was. Achteckig, okay. Dachbogenecke.
Veterinärforschung abgeschlossen. Okay, das lassen wir jetzt mal kurz aus der Acht. Wände. Jetzt schauen wir mal, gibt es denn hier in diesem weißen Stil? Das würde halt eher dazu passen, ne? Okay, okay, machen wir es so. Wir entfernen das nochmal. Wir starten nochmal neu. Tut mir leid, aber ja, ich bin da noch nicht so ganz glücklich drüber. Glashauswand, ja. So, das ist die 4 Meter. Dann brauchen wir eine 2 Meter da drüber. So. Dann brauchen wir das Glasdach. Und da hatten wir gesagt, wir nehmen den 2-Meter-Bogen. So. Probieren wir das mal so. So, und jetzt sage ich markieren. Steuerung X. Winkelausrichtung ist aktiviert. Okay. Und dann brauchen wir. Ja, genau. Weltachse. So. Ja. Nein. Ach, Mist. Okay, nochmal von vorne. Steuerung X. Und wir ziehen den hier so rüber. So. So, was haben wir hier? Gefährliche Kämpfe wegen Überbelegung Grizzlybär. Okay, da müssen wir mal schnell dazwischen grätschen. Grizzlybär. Okay. Da müssen wir uns auch gleich nochmal drum kümmern. Francesco, du kannst dich um den Isabelbär kümmern. Dankeschön. So, dann sagen wir Art Grizzlybär, 6,1, 6,1, 21 Jahre. Okay, also euch drei. Moment. Wie alt werdet ihr? Zuchtbuch. Ja, okay, ihr könnt schon noch mal Nachwuchs produzieren. So, wunderbar. Problem gelöst. Dann können wir uns hier weiter um unseren Eingang kümmern. Um unseren Dings kümmern, um unser Gehege. So, dann markieren wir das Ganze, sagen Steuerung X. Okay, das geht anscheinend nicht. Warum kann ich das nicht ganz normal duplizieren? Weil das zwei Teile sind, ne? So, ja, ich würde die ganz gerne zu einer Gruppe zusammenfügen. Erweitertes Bewegen, kopieren. Erweitertes Verschieben. Erweitertes Verschieben oder Auswahl. So. Steuerung X. Nee, das geht auch nicht. Warum geht das nicht? Ja gut, dann müssen wir es halt mit einer Gruppe machen. Dauert halt ein bisschen länger. Geht aber auch. Weil dann machen wir das nämlich so. X
Nee, geht nicht. Mist. Das sieht ziemlich bescheiden aus. Okay. Probieren wir es anders. So, wenn wir jetzt sagen, wir rotieren. Weil das Problem ist, der rotiert immer nur um seine eigene Achse. So, ich möchte gern die beiden zusammenfassen. Weil das sind jetzt hier zwei unterschiedliche. Bau. So, jetzt machen wir das mal so. Und so. Nein. Bau. Öffnen der Gruppe im Bearbeitungsmodus. Als Bauplan speichern. Probieren wir es mal. Bauplan erstellen. Der Bauplan muss einen Namen haben. Okay. Kuppelsegment, Bauplan erstellen. Muss eine Beschreibung haben. Okay. Bla. Sonstiges. Bauplan erstellen. So. Weil dann kann ich jetzt sagen, ich lösche das einfach. Und kann jetzt bei meinen Bauplänen kann ich sagen, ich tue das hier einfügen. Das müsste ja. Nein, es ist nicht ein Segment. Warum ist das jetzt nicht ein Segment? X. Ja, da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt, warum das nicht so funktioniert. Wenn da einer von euch eine Idee hat, wie das funktioniert, dann kann er mir das gerne in die Kommentare schreiben, weil ich würde die ganz gerne beide zu einer Gruppe zusammenfügen. Glasrahmen, Bauplan speichern, bewegen, kopieren, erweitertes Verschieben. Schauen wir doch einfach mal schnell in den Einstellungen nach. Das müsste ja, wenn hier drin stehen. Objektplatzierung, Steuerung, Geländebearbeitung, Gebäudebearbeitungsmodus, Elemente platzieren, Elemente auswählen. So. Vertikale Höhe. Ja, danke schön. Du sollst nicht einfach rausgehen. Oberfläche binden, Gelände abflachen. Okay. Kopieren, bewegen, drehen. Elemente platzieren, mehrere Elemente auswählen. Dann probieren wir es mal aus. Nein, macht er nicht. Okay. Ist anscheinend gar nicht so einfach. Objekte platzieren, Platzierung abbrechen, 90 Grad, Winkelausrichtung, Gelände abflachen. Okay.
Ja, leider nicht so ganz das, was ich mir gewünscht hatte an ich würde die ganz gerne zu einem Ding zusammenfügen. Das wäre schon echt cool. Weil wenn ich jetzt hier in Gruppenbearbeitungsmodus gehe, ja gut, Moment, ich könnte das anders machen. Moment, Moment, Moment. Wir machen das anders. Die tun wir jetzt löschen. So, dann tun wir den markieren, sagen Gruppenbearbeitungsmodus. Und dann bauen wir das halt einfach auf der anderen Seite nochmal nach. Das muss ja irgendwie gehen. So, wir hatten die 2 Meter. Okay, dann gehen wir hier nach oben. Zack. Und 2, 3. Genau. Dann gehen wir wieder zur Wende. Das war das 2. War das das hier? Nein, das war es nicht. Ja, das war's. Okay. Ja, und das 4-Meter-Element dazu. So. Aber jetzt müsste das doch gehen. Jetzt ist das doch. Genau, jetzt ist das ein Element. Und jetzt kann ich sagen, Steuerung X. Steuerung X. Steuerung X. Ja, anscheinend muss man da echt immer ein bisschen rumexperimentieren. Und was ich halt so befremdlich finde, ist, dass man das mit diesen Gruppen und so, ja, nicht so unbedingt so machen kann, wie einem das intuitiv, sage ich mal, in den Sinn kommt. Weil ich würde halt auch schon gerne mal einfach mal 2 verschiedene Gruppen, sage ich mal, bewegen oder kopieren oder so, aber nee, dann musst du sie erst wieder von der Gruppe lösen und wieder hin und ja, gut. So. Ich kann euch nicht versprechen, dass mir das dann danach gefällt, aber wir schauen uns das jetzt mal an und geben denen einfach mal eine Chance. Ich meine, so von der Struktur her sieht das ja schon mal sehr interessant aus, was da rauskommt. Und noch einmal Steuerung X. So. Ja, hat schon was. So. Jetzt müssen wir das natürlich alles zu einer Gruppe irgendwie. So, aber es können, ja, es ist halt schon sehr klein, ne? Es ist halt sehr klein vom Verhältnis. Da müssten wir vielleicht doch noch mal was Größeres machen. Okay, ich würde aber auf jeden Fall sagen, wir wählen das mal aus und speichern uns das als Kuppel klein. Das heißt, wir können das dann später noch nutzen. Dann ist es nicht verloren. So, sonstiges Bauplan erstellen. So, aber leider müssen wir uns davon dann doch trennen, weil es ist bei weitem nicht groß genug.
Es tut mir leid. Okay, probieren wir es nochmal. Wir haben ja Zeit. Also. So, 4 Meter. Zwei Meter. So, okay. Dann brauchen wir Dachkonstruktion. So, vielleicht machen wir es jetzt so, dass wir hier immer abwechselnd machen, dass wir sagen, okay, wir nehmen Moment, so ein flaches, dann Moment, Y. Ein gewölbtes. Gefährliche Kämpfe wegen Überbelegung Isabel Bär. Da müssen wir schnell mal schauen. Was ist mit dir? Du faulenzt. Okay. So, okay. Moment. Stopp. So. Du bist Männchen. 4,8. Du bist Männchen. 12,5. Nee, du bist Weibchen. Okay. Und du bist Männchen 9,6. Du bist Männchen 4,8. Du bist der Nachwuchs. Ja, du bist der Nachwuchs. Dann. Ah, nein. Ja, ist ja gut. Isabel Bär. Moment mal, hier ist aber auch geringfügig irgendwie Überbelegung. Da müssen wir dann auch noch mal schauen. Ah, nein, hatten wir gesagt. Okay, du wirst freigelassen. So, das haben wir geregelt. Oh, wir haben was bekommen. Was haben wir denn bekommen? Ah, Tier freilassen. Dankeschön. So, was haben wir hier noch? Veterinärforschung und Dings. Okay. So, wie sieht denn das bei euch aus? Ja, Sozialverhalten, ne? Ja, soziale Gruppe ist zu groß. Ich weiß, ich weiß. Okay. Abgeschlossen, Bortelose. Sehr schön. Das heißt, dann. Kannst du dich an die nächste Krankheit machen? So, was ist bei dir? Technikforschung abgeschlossen. Klassiker. Ah, okay. Dann schauen wir mal. Dann kümmerst du dich mal um. Ja, kümmere dich mal um den afrikanischen Themensektor. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt chinesisches Schuppentier. Chinesisches Schuppentier. Okay, ihr seid die Elterngeneration. Du bist älteres Tier. Okay, und ein Goldmännchen haben wir in der Hinterhand. Okay, dann lass uns mal schauen, was hier noch ein Weibchen kostet. So, chinesisches Schuppentier, Vetern. Achthundert Blätter. Ernsthaft. Eieieiei. Weil das Problem ist, du bist ja Partner vergleichen. Du bist Ying. Ja. Fruchtbarkeit der Art niedrig. Fruchtbarkeitsbonus.
Ja, ich würde das jetzt tatsächlich so machen. Ich bin mir jetzt leider nicht hundertprozentig sicher, ob die irgendwie miteinander noch verwandt sind. Gut, Ying ist sowieso. Also, dann machen wir das so. Du bist im Handelszentrum. Du kannst gehen, du kannst gehen, du kannst gehen. Freilassen. Oh, hat ja ganze 60 Blätter gebracht. Das ist ja der Wahnsinn. So, und dann sagen wir, dich verlegen wir hier hin. So, okay. Dann haben wir das jetzt hoffentlich erstmal gelöst, das Problem. Haben wir hier sonst irgendwas? Tier verkauft, schwanger geworden, erwachsen, schwanger geworden, erwachsen, Kampf. Was? Kampf wegen inkorrekten Geschlechterverhältnis, blauer V. Okay, da kümmern wir uns jetzt aber noch nicht drum. Jetzt müssen wir hier erstmal wegen unserem Bau weitermachen. So, Bau. Gut. Dächer. So. Okay, das ist hier Gebäudebearbeitungsmodus. Jetzt. Das hätte ja wieder in die Hose gehen können. Gut, also wir brauchen flaches Glasdach. Flaches Glasdach, flaches Glasdach. Wo warst du? Da. So, und dann hoch. So hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Von der Gruppe trennen. X und ein Stückchen nach oben. Ja. Gut, dann wählen wir das hier aus. Ja. Gebäudebearbeitungsmodus. Ärgert mich so maßlos, dass das nicht selber funktioniert. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Okay, beenden. Dann sagen wir Steuerung X und wir drehen dich um 90 Grad. Und wir ziehen dich hier rüber. Ach so, ja. Das funktioniert ja wieder nicht. Aber was ich machen kann, ist, ich kann das halt auswählen, kann das halt jetzt. Kann das jetzt erweitern? Nein. Ich möchte dich frei bewegen. Anzahl bewegen, gut.
So, weil jetzt kriegen wir nämlich einen ungefähren Überblick. Okay, also es könnte noch mal ein Segment dran. Okay, dann sagen wir Gebäudebearbeitungsmodus und wir tun einfach noch mal so ein Teil daran. Y und hoch und so. So. Zwei. Drei. Wie viel sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Vier. Und 5, dann kommt das flache Teil. Das flache Teil und dann kommt das Wandsegment. Genau, das 2 Meter. Und das 4 Meter, Moment, da muss ich ein Stückchen ran, da sehe ich das besser. Genau so. Ja, so gefällt mir das tatsächlich schon ganz gut. So, dann sagen wir beenden und dann sagen wir Steuerung X, tun das einmal rotieren. Und Steuerung X und rotieren das wieder. Und Steuerung X. Könnte natürlich sein, dass das jetzt ein bisschen überdimensioniert ist, aber man darf ja nicht vergessen, ich möchte da ja auch, dass die Besucher da drin laufen können, ne? Es sollen ja da Wege rein und man soll dann trotzdem noch genügend Platz für die Tiere haben. Okay, und wieder Steuerung X. Steuerung X. X. Ja, wie gesagt, wenn jemand weiß, wie man das macht, dass man da wieder die Gruppen zusammenfügt, entweder ich habe mich jetzt da einfach bloß blöd angestellt, aber ich habe da keine Option gefunden und das macht mich halt ein bisschen stutzig. Steuerung X. Hä? Das ist komisch jetzt. Das ist jetzt sehr komisch, weil jetzt bräuchte ich halt irgendwie halbe Winkel. Und jedes Teil ist jetzt hier irgendwie einzeln. Super. Okay. Öffnen der Gruppe im Bearbeitungsmodus. Nein. Wir markieren eine Gruppe und wir sagen Steuerung X und ich würde ganz gerne die Winkelausrichtung mal ausschalten. So, jetzt schauen wir mal. So. Das gleiche machen wir jetzt hier.
Hier auch. Winkelausrichtung ist aus. Okay. Das heißt jetzt, ich muss jetzt ein bisschen Pi mal Auge arbeiten. Stückchen. Wobei, Moment. Der müsste das sein. Ich kann ja jetzt einfach hingehen, kann sagen Steuerung X und die Winkelausrichtung wieder einschalten, weil dann, ha. Steuerung X. Dann haben wir da zumindest immer denselben Abstand auch. Und ich stelle gerade fest, wir arbeiten immer noch im Pausenmodus, ne? Dann brauche ich mich ja nicht wundern, dass keine Meldungen kommen. Ich dachte mir schon so, oh ja, schön ruhig, kann ich endlich mal in Ruhe bauen und so. Ja, keine Wunder. Vergessen, Pausenmodus auszuschalten. Steuerung X. Und rotieren. Und Steuerung X. Wunderbar. Wunderbar. Okay, das sieht jetzt tatsächlich noch so ein bisschen unglücklich aus mit der unterschiedlichen Höhe, ne? Obwohl, es könnte architektonisch auch so gewollt sein. So, und was haben wir denn hier? Wir haben eine neue Herausforderung. Okay. Gut, aber bevor wir uns dann jetzt für die Folge verabschieden, möchte ich tatsächlich noch mal schnell einen Blick auf unsere Gäste werfen, was die so sagen. Okay, ich hätte einen Schirm mitnehmen sollen. Oh, toll, Regen. Dieser ganze Müll ist ja widerlich. Sieht voll aus. Okay. Verbrechen, wie sieht's hier aus? Da gibt es nichts. Und was sagen denn unsere Finanzen? Okay, wir machen schon noch Plus, ja. Okay. Genaue Abrechnung. Okay, wir haben viel gebaut. Okay. Müll. Haben wir denn immer noch so viel Müll rumliegen? Gehegesauberkeit, negativer Einfluss auf Gäste. Oh, das sieht jetzt aber gar nicht so schlimm aus. Das, was wir letztes Mal gesehen hatten, wo viel Müll war, hat sich aufgelöst. Okay, da ist einmal und da ist. Und da sind zwei, drei. Okay. Gut, aber das ist eine Sache, da kümmern wir uns dann beim nächsten Mal drum. Luftballons. Puff. Okay, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich so lange. Tschüss.